Seite der Medaille. Von mir aus kann der rüberkommen. Ich habe da kein Problem. Ich bleibe auf meiner Spur. Lass ihn kommen. Und das Resultat, wir waren bei DHL in Koblenz gestanden, bis ich ein schwarzes Büro gefunden habe, wo ich rein musste. Ist ja nicht so, dass jedes Ding gleich ist. Der eine hat es hier, bei dem anderen muss man sich da melden. Dann habe ich die Dame endlich in ihrem Büro angetroffen. Da habe ich gefragt, ob ich richtig bin. Ich sagte, ja, ist in Ordnung. Hier die Papiere abgeben. Oh, schön, toll. Bin ich pünktlich. So, ja, ja, das passt, das ist alles vor der Zeit. Hallo? Schwertransport, wir dürfen nicht überholen, wir sind über die Landstraße gefahren, wir hatten genug Zeit. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wir hatten genug Zeit zum Anliefern. Wir sind sogar noch vor der Zeit da gewesen. Hallo? Beim nächsten Kunden ist alles gleiche. Zu spät? Nö, nö, ist in Ordnung. Aha. So schaut es nämlich aus. DHL. Und die haben schon richtige Zeiten. Also, da schnackelst du mit der Ohr. Oder ich frage es, also, wie kann man die Zeit einhalten? Sie mir aus der Ruhe bringen lassen. Und wenn, dann ruft man CC an. Sagt, pass mal auf, Jungs, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, weil wir haben hier erstmal schlechtes Wetter, Regen, komische Schilder, da sind zwei LKWs drauf, da ist eine schwarz, das andere rot, dann haben wir komische Autofahrer und so weiter und so weiter. DHL rechnet übrigens mit 80 km/h werden die Strecken gerechnet, gell? Nicht mit 90, mit 80. Also wenn du mit 90 durchbläst, wo mit 80 gerechnet wurde und du schaffst das nicht, dann machst du was falsch. Dann stimmt was nicht. Der nicht vorbeikommt. Aber Hauptsache mal auf die Wohlspur fahren. Kollege auf der Spur fährt nur. Wie schnell fährt er? Jetzt sind wir bei 80. Der kommt immer noch nicht vorbei. Sache mal. Oh. Na, jetzt hast du die Arschkarte gezogen. LKW auf die Bahn. Wenn er Glück hat, ist der LKW schnell. Sieht aber nicht so aus. Jetzt muss er vorbei lassen. Naja. Und dann hinter ihm rausziehen. So ungefähr. Zieht wieder rüber. Er merkt, das wird nichts. Wir werden keine Freunde. Bin ich schnell genug, sozusagen. Naja. Der holt den jetzt. Ich weiß nicht. Es ist teilweise schon Witz, oder? Der eine überholt den anderen. Dann kommt der gerade überholt wurde und sagt sich, Moment mal, ich bin schneller wie du und überholt ihn wieder. Kommt aber nicht vorbei, ne? Hinten an dem LKW vorbei.
wieder nur 83. Hallo. Hat was gemerkt. Da klebt was an der linken Seite und kommt nicht vorbei. Oh, Heiligsbruch. Ist das zu glauben? Ist das zu fassen? Ich halte dir ja noch ein bisschen den Rücken frei. Bis jetzt ist noch nichts da. Jetzt kommt noch nichts von hinten. So, lass mal Papa vorbei. Komm nicht auf dumme Gedanken bei mir. Bleib schön drin mit deinem Auflieger. Sonst presse ich dich in die Leitplanke. Euch beide. Was im Weg steht, wird auf Seiten gedrückt. Schau hier, der Dachser, ja, denk nicht daran, was du. Na, da kommt das von hinten angeschossen. Ja, DAXA schon, aber Maps, so wie es aussieht. Ja, steht da unten drunter, SWPT, das ist Maps. Fährt von DAXA, alles klar. Ja, da der Bremse ist drin. Autofahrer sind genauso. Haben sie schon schnell das Auto, müssen aber vor dir, 2 Meter vor dir, müssen sie plötzlich rüberziehen. Ah ja. Ja gut, ich hab's aufgenommen. Ich hab's auf Video, wenn du bremst.
nicht mein Problem, ist dein Problem, Autofahrer. Weil du nämlich dann keinen Führerschein mehr hast. So einfach ist das. Es ist nicht mein Führerschein, es sind nicht meine Beine. Du tust dir keinen Gefallen damit, Autofahrer. Ein LKW ausbremst. Das mit dem Volvo habe ich ja schon erzählt, ne? Der BKW, der Volvo BKW, der hat LKW ausgebremst, hat der Hintermann kam nichts mehr zum Stehen. Die sind in den Vordermann reingerauscht. Zwei Auflieger Schrott. Ein LKW, der Hintermann, Schrott. Gesamtschaden 500.000 Euro. Wer bezahlt? Dreimal dürfte raten. Derjenige, der ohne Grund gebremst hat. Der den Unfall verursacht hat. Es ist nicht der Kollege vorne gewesen. Der musste bremsen, weil der BKW gebremst hat. Der hat ohne Grund gebremst. Ich hoffe, ihr habt die Knete dafür, weil wir unser Zeug, was wir transportieren, ist nicht billig. Ich habe früher so Lötmaschinen fahren. Wertheim durch, vor bis zu der Brücke. Da gibt es vor, wie heißt das Kaff da hinten? Wie ist das Kaff da hinten? Ach, jetzt fällt der Name jetzt von den Kaff nicht ein. Du kommst auf der einen Seite ist Wertheim. Auf der anderen Seite kannst du auch fahren, aber du kommst nicht durch. Du kommst nicht durch. Du musst also von der Seite, das ist ein Durchbruchen. Da kommst du mit dem LKW nicht durch. Du kannst auch über den Feldweg fahren, geht auch. Da kommt ein Brückchen, steht drauf, 3,5 Tonnen. Da sagt einer zu mir, du kannst über den Feldweg fahren. Das ist ein kleiner Schleichweg, so ein kleiner Betonweg. Ja, der führt am Torbuch vorbei. Ja, da kommt ein Schild, da kannst du ignorieren. 3,5 Tonnen nicht, 40 Tonnen. Mal ignorieren. Ich habe es einmal ignoriert. Es hat funktioniert, klar, natürlich. Dann hat mich einer angehalten und gefragt, ich habe keine Zeit dafür. Ich muss hier lang fahren, weil ich habe einfach keine Zeit mehr. Ich stehe unter Zeitdruck. Ich muss jetzt da lang fahren. Ich habe Zeit vertrödelt. Aus irgendeinem Grund. Waren nicht rechtzeitig fertig und so weiter. Und dann musste ich hinten rumfahren. Dann bin ich hinten rumfahren. Weil da ist Wertheim Richtung hier. Keine Ahnung, wie der Kaff jetzt da hinten heißt. Dann über die Mainbrücke drüber und auf der anderen Seite durch. Dann kommst du zu der Firma. Ist eine Riesenhalle. Da fährst du dann rein. Gliederzug übrigens. Auf der einen Seite rein, auf der anderen Seite wieder raus. Machst die Seite auf. Also Plane hoch. Wartbahn runtergeklappt. Krume raus. Dann kommt die Maschine. 75.000 Euro. Eine Maschine. Zwei Stück drauf. 6 Meter lang. 2 Meter breit. Mit 6, 7, 8 Gurten gesichert pro Maschine. Die Dinger sind leicht, aber verdammt teuer. Ne, die fangen an bei 50.000 und eine Maschine schon drauf gehabt für 125.000. Was der Geier, was das für Dinger sind, keine Ahnung. Auf jeden Fall Industriemaschinen, weil die riesengroß. Keine Ahnung. Wenn du mal vorne und hinten eine solche Maschine drauf hast, dann macht das mal eben 250.000 Euro. Ladungswert. Dann kommt ja noch die Brücke und die Lafette dazu und der LKW. Wenn der LKW Schrott ist, der LKW kostet auch nochmal 100.000, Mercedes-Benz 125.000.
Ne? Lafette ist auch krumm, die kostet auch natürlich. Ja, da kommt ja irgendwas zusammen. Dann bist du dann auch so bei einer 500.000. Also ob du dir das leisten kannst, Autofahrer. Aber wenn du genug Geld hast, kannst du mal so 10 LKWs ausbremsen. Der Kollege weicht jetzt zum Beispiel aus. Vorhin bremst einer. Der Kollege verreißt das Lenkrad. Weicht aus. Die Maschine überschlägt sich. Legt sich auf die Seite, kracht in die Leitplanke, legt sich quer über die Fahrbahn. Kommt ein Reisebus, voll besetzt, und rauscht in den LKW rein. 20 Tote, wenn es reicht. Dann gucken die, gucken mal, schau, der LKW hat Kamera gehabt. Kennzeichen deutlich zu sehen. Aber der Fahrer flüchtig, Fahrerflucht. VU mit Personenschaden. Da reden wir nicht mehr von ein Jahr Knast. Ein schwerer Eingriff in Straßenverkehr, Nötigung mit Verkehrsunfall, mit VU, Verkehrsunfall mit Personenschaden. Mehrfach. Personenschaden. Da reden wir dann von 8 bis 10 Jahren, wenn es reicht. Fahrlässig. Vorsätzlich. Vorsätzlich. Ich will aufpassen. Es kann alles Mögliche passieren. So ein LKW ist kein Spielzeug. Fahren muss, um an den Schwertransporter vorbeizukommen, der auf der Standspur noch fährt. Alter. Da fehlen dir die Worte. Dann passt auf keine Kuhhaut. Dann kannst du aber singen. Von, achso, 2400 Meter. Normalerweise von 6 bis 22 Uhr. Aber die Brücke darf ja nicht mit mehr als 40 Tonnen befahren werden. Deswegen gilt hier von 6 bis 22 Uhr Ruheverbot. Alles klar. Vorhin waren so schöne Schilder, wo drauf steht, Schwertransport bis ab 40 Tonnen gesperrt. Alles klar. Nee, passt schon in Ordnung. Das 36.
ist? Nein, Bischof, aber trotzdem wie er ist. Oder? Bischof. Bischof Bad Königshofen, würde ich mal sagen. Kann mich auch irren. Spackos, wo wir an dem Rastplatz drin standen, waren Blinklichter an, so wie er jetzt. Kommt ein Pkw-Fahrer von hinten und gibt die ganze Zeit Lichtdoppel. Wir machen Pause, 45 Minuten. Meint, er macht hier jetzt der Witz. Aus irgendeinem Grund. Juckt mich nicht, ich mache hier mal eine Pause und damit passt er. Soll woanders langfahren. Wenn er pissen muss, soll er wieder die Leitplanke pissen. Wenn es halt für viel lang genug ist. Er steht meistens in Toiletten, bei Firmen. Ja, so Zettelchen, steht dann Beispiel drauf. Tritt näher, er ist kürzer als du denkst. Nach mehrmaligen Konsultieren unseres Hausarztes bleiben keine Folgeschäden bei der Benutzung der Toilettenbürste. Bei richtiger Benutzung der Toilettenbürste, wohlgemerkt. Ordnungsgemäßer Gebrauch. So Schatze stehen bei den Firmen. Ja, wenn manche Leute die Toilette nicht benutzen oder so, wie sie eigentlich. Einen ganz krassen Fall hatte ich mal in einer. Waren Kunden, sagen wir es mal so, waren Kunden. Da stellen sich dir die Nackenhaare hoch, wenn du das liest, was da drauf steht. Ein Kunde in Baden-Württemberg zum Beispiel, habe ich gefragt, wie sieht es denn aus, Toilettenbenutzung und so. Sagt er, ja, aber nur für Mitarbeiter und nur mit Schlüssel. Aha, aber ist ganz dringend, ganz, ganz dringend. Ja, ist kein Thema. Schlüsselchen bekommen. Dann habe ich gefragt, was ist denn los, warum, weshalb, ja. Ich habe es ja auch, glaube ich, selber. Da war ein Bild zu sehen. Da hat jemand Kieselsteine ins Urinal geworfen. Kieselsteine. Frag mich nicht, wie du auf die Idee kommst, Kieselsteine ins Urinal zu schmeißen. Was für ein Gehirnakrobat du sein musst, um da Kieselsteine reinzuwerfen.
Kunde in Aalen. Habe ich auch gefragt. Wie sieht's denn aus? Toilette. Seit Jahren nur mit Schlüssel. Aha. Da war ich da drin, hab ein Schlüsselchen bekommen. Ich war im Pauseraum. Ich war im Pauseraum, hab da noch jemanden gefragt, weil der andere war beschäftigt mit dem Stapler. Da habe ich gefragt, wie sieht's aus, Toilette? Ja, hier, nimm Schlüssel, da vorne die Toilette. Da war ich drin, kam wieder raus. Sag, Jungs, da drin ist ein brauner Fleck. Hä? Aber Kaffee ist es nicht. In der Toilette, der Boden, ein richtig schöner brauner Fleck. Da hat einer neben die Schüssel und hat es aufgeputzt, aber die Bremsspur hat er liegen gelassen. Da habe ich einen Staplerfahrer getroffen draußen und gesagt, das ist bei uns normal. Die scheißen bei uns immer nebenaus. Das ist, wenn wir den erwischen, dann jagt man vom Hof. Aha, alles klar, ist in Ordnung. Auch nicht schlecht. Und dann kam eben diese eine Firma, Landau war das, Landau, wo wir geladen haben, Aluteile in Gitterboxen. Da war ich auch, unten die Toilette ist offen, kannst da reingehen, kannst da Hände waschen. Ja, bin zum Händewaschen rein, weil ich ja gerade geladen hatte. 20 Gitterboxen mit Aluteil. Und dann hing Info, die DIN-A4-Seite an der Tür. Da stand halt dann drauf, mit Foto, mit allem drum und dran. Da stand in der Mitte ist ein schönes, großes Foto von dem Übeltäter. Beziehungsweise nicht vom Übeltäter selbst, sondern seiner Hinterlassenschaft. Und dann stand halt unten drunter, wortwörtlich, wenn das noch ein einziges Mal vorkommt, dann interessiert es mich nicht, welche Etage, welche Abteilung die Toilette sauber macht. Die wird nämlich dann jeder sauber machen. Von der oberen Abteilung bis unten im Keller darf die Toilette pro Woche jeder einmal sauber machen. Wenn dann noch ein einziger daneben scheißt. Ach du Krömer, guck dir das an. Bei Anstand. Der lässt den jetzt vorbei und zieht wieder raus. Anders kann ich mir das nicht. Das ist Selbstmord. Kannst du sagen, das ist Selbstmord. Auf Deutsch. Da hat einer auch wieder neben die Schüssel gekackt. Eigentlich nehme die Schüssel scheiße. Da passe ich noch nicht mal mit der Zugmaschine rein. Geschweige denn mit meinem kleinen Auto. Würde ich da nie reinfahren. Nie. Keine 10 Pferde würden mich da reinkriegen. Erschreckend, nachdenklich, was du bei manchen Firmen so alles am schwarzen Brett, am schwarzen Brett findest oder in der Toilette. Da gibt es zum Beispiel einen schönen Spruch, der war in Lohr, nein, der war in Markleidenfeld bei der Firma Braun, Oral B. Diese elektronische Zahnbürste, der Hersteller davon, stand in der Toilette unten. Wie Adolf sitze ich, wie Adolf ein sitze ich hier, die braune Masse unter mir. Alles klar. Braun war lustig. Firma Braun. Hat nichts mit Dingen zu tun. Mit Leuten, die den rechten Flügel heben und halb und schreien. Das hat da nichts zu tun. Die Firma heißt halt so Braun, Oral B. Procter & Gamble. Falls das jemand was sagt.
Naja. Musst du dich oben hinstellen. Dann hast du links und rechts hast du zwei Fahrspuren, zwei Parkspuren. Dann passen ein Sattel, ein Kleinlaster, ein Sattel, ein Kleinlaster, ein Sattel, ein Kleinlaster und so weiter. Passen dann drauf. Oder auch zwei LKWs damit. Müsste eigentlich, nee, Kleinlaster und LKW passen dann drauf. Ist egal, wurscht. Dann gehst du, links ist der Kapuff, da gehst du rein, da meldest du dich dann an, hast du verschiedene Sprachen, Türkisch, Italienisch, Französisch, Polnisch, Tschechisch, verschiedene Sprachen. Deutsch auch, natürlich. Ja, Kennzeichen, Spedition, wie viel Anlieferung. Eine Palette, 10 Paletten, kompletter Zug. Vielleicht. Ich habe also so zwischen 3 und 8 Paletten gehabt zum Anliefern. Manchmal auch nur eine, manchmal auch eine kleine, manchmal auch ein Kartönchen mit 40 Dollar. Ist egal. Wurstingersee, Pasture. Da war oben ein Kollege gestanden mit seinem LKW. Geist Körner, um es genau zu sagen. Ich weiß nichts mehr, wie er heißt. Keine Ahnung. War mal oben gestanden, habe mich angemeldet. Dann kommt ja auf der, das ist so eine Tafel auf der rechten Seite, und dann kommt dann, welcher LKW gemeint ist und wohin des Weges. Ja, da steht dann Tornummer oder Abladestelle. Meistens Tornummer. Wir haben ja, glaube ich, 5 oder 6 Tore. Und wenn da mal Lager voll ist, dann wartest du halt eben eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde. Dann hast du eine volle Pause auch drin. Juhu. Dann waren wir oben gestanden, haben uns unterhalten. Da ist so der eine oder andere Pole, Russe, Rumäne, Tscheche reingefahren und hat sich vors Tor gestellt. Das dürfen natürlich nur LKWs von der Firma. Die haben einen Subunternehmer. Das ist die Hausspedition. Die heißt Hausspedition. Das ist wie bei ZF. Da fährt eine Spedition rein und raus. Die holen ab, die bringen, die holen ab, die bringen. Was halt die brauchen denn? Die haben so einen Pieper dabei oder ein elektronisches Gerät an der Windschutzscheibe, das macht die Schranke automatisch auf. Und dann fahren die einfach rein, die brauchen sie nicht anmelden. Die fahren mitten durch die geparkten LKWs auf der Fahrspur. Die Schranke geht auf, bleibt kurz stehen, die Schranke geht auf, Tor öffnet sich. Die fahren rein, Tor und Schranke schließen sich wieder. Ja, dann steht halt meistens einer vor dem Ding, da ist auch eine Kontaktschleife. Weil sonst merken die das da unten nicht, dass da oben einer steht. Keine Ahnung. Und der steht halt da und weiß nicht, was Sache ist. Und dann gehe ich halt meistens hin, sage ich, Kollege, park doch erst einmal. Hm? Ja, park. Rüberfahren. Und dann komm mit, zeige ich dir noch was. Dann habe ich sie meistens mitgenommen und gesagt, da gehst du jetzt rein. Dann füllst du aus am Computer, ne, so ein Display. Da hast du dann in verschiedenen Sprachen, kannst du auswählen, was du willst. Nach Länderfarben. Da sind so Flaggen. Unten drunter steht noch in deiner Sprache, welche Sprache gemeint ist. Natürlich Englisch, zum Beispiel Italiano, Deutsch, Französisch, Français und so weiter. Da waren auch welche dabei, die waren etwas überfordert. Und dann war ich dabei, bin ich reingegangen, ist der Kollege, was los? Ja,